Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Witcher 3. Es ist so ruhig hier. Und auf einmal wird das Licht angemacht. Wie auch immer es funktioniert. Und wir sind zu Hause. Endlich. Halt das. Ah. Ja, wir haben es verstanden. Ich werde es jetzt noch 10-mal hören. Weil ich mich hier nämlich jetzt erstmal umschaue. Warum auch nicht? Sieh zum Feuer. Jetzt zieh hierher. Pupillenfunktion normal. Also Eskel ist schon wieder da. Schon wieder aus. Verdammt. Zu Wesemir gehe ich noch nicht. Soll noch Lambert suchen. Lange, einsame Winter bringen einen auf absurde Ideen. Keine Reaktion auf die Meritium. Schön. Geht's hier hin? Natürlich verschlossen. Geralts eigenes Haus kann er nicht überall hin. Es ist armselig. Das heißt, wir machen jetzt. Oh, da ist Lambert. Sprechen wir mal kurz mit ihm. Was ist das? Brauchst du Tränke? Nein, Schnaps. Aus Kartoffelschalen. Für meine Willkommensfeier? Wohl eher für meine Abschiedsfeier. Noch nicht gehört? Die Frau Zauberin möchte, dass ich das Phylakterium mit der Kraft des Kreises der Elemente verstärke. Sie sagt, es sei notwendig, um den Fluch zu brechen, der auf dieser Monstrosität liegt. Ja, die Monstrosität könnte jetzt hier sein, aber ich glaube nicht, dass sie das ist. So wie wir es bisher gesehen haben, muss es der Magier sein. Du klingst nicht sonderlich begeistert. Bin ich auch nicht. Der Weg zum Kreis ist keinesfalls ein Spaziergang. Lass mich mit dir gehen. Mit dem berühmten weißen Wolf wäre ich umso leichtfüßiger. Also, bereit? Ja, aber ich mache noch ganz kurz was. Muss mich noch kurz um etwas kümmern. Warte auf mich. Einverstanden. Finde Lambert. Hä? Er ist genau vor mir. Aber finde Lambert. Da ist eine Leiter. Wir füllen unseren Wasserflaschenvorrat wieder auf. Das ist auch mal was Tolles. Keine Reaktion auf die Meritium. Ist hier noch irgendwas? Okay, wenn Geralt jetzt gestorben wäre, ich glaube, ich hätte die Wand zusammengeschlagen. Ich hab's verstanden, Wesemir. Ich rede gleich mit dir, weil ich über Berengar sprechen möchte. Aber ich werde erstmal alles absuchen, bevor wir anfangen, diese Quest zu machen. Weil, ja, ich kenne das Spiel schon und wir werden eine wichtige Person verlieren. Spoiler-Alarm. Naja, das wäre schade, wenn wir dann davor nicht alles geschafft haben. Hexer Georg. Höchste Zeit, ihn zu übermalen. Sieht jetzt nicht besonders schön aus. Klar, ganz oben in so einem einsamen Kistchen liegt dann ein rostiges Messer.
zuhauf. So, und da kann man ja auch hoch. Das wird jetzt lustig. Wir haben es auf Anhieb geschafft. Nur für einen großen Darsborg-Runenstein erstmal an die Decke klettern. Hier auch gleich in die anderen Räume noch rein. Das ist da oben, schaut aus wie so ein riesiger Adventskranz. Wie kann man überhaupt diese Kerzen anzünden? Keine Angst vor Silber. Lalala. Ist nicht schön, wie beim Looten zuzuschauen. Die Bücher werde ich dann auch mal alle durchkämmen. Aber nicht jetzt. Sieh zum Feuer. Jetzt zieh hierher. Pupillenfunktion normal. Ja, ich hab's verstanden, dass seine Pupillenfunktion normal ist. Wo geht denn das hin? Okay. Da gehe ich jetzt nicht hin. Puls schwach, aber regelmäßig. Gut. Da wollte ich nicht hin. Na, wie ist sie mir? Ja? Was ist denn, Wolf? Ich habe Emir getroffen, ja, das juckt ihn doch nicht. Ich habe Emir getroffen. Welches gekrönte Haupt hast du nicht getroffen? Ein paar. Hoffentlich bleibt es so. Weißt du noch? Der erste Krieg gegen Nilfgaard. Die Schlacht von Sodden. Der gesamte Norden kämpfte vereint. Temerien, Redanien, Kedwin, Edirn und die Magier waren Helden. Erst auf dem Schlachtfeld, dann in Balladen. Nicht viel übrig von dieser Welt. Ich habe ein paar Notizen von Berengar gefunden. Offenbar hatte er ein Schwert in Arbeit. Thorherne, du hast ihm geholfen. Ich habe ihn höchstens beraten. Er hat die Klinge zwar nicht geschmiedet gekriegt, aber mich wollte er auch nicht an den Amboss lassen. Wollte wie immer alles alleine machen. Aber dann ist der ganze Plan zum Teufel gegangen. Buchstäblich. Was meinst du damit? Berengar ist auf die Jagd nach einem Tschort gegangen. Das Vieh hatte sich im Tal hinter der Festung eingenistet. Er hat seine ganze Ausrüstung mitgenommen, warum auch immer. Vielleicht hat er befürchtet, dass ich am Schwert rumfummle, wenn er weg ist. Du kennst ihn ja. Jedenfalls erwies sich der Tschort als ziemlich stark, zu stark. Berengar musste fliehen. Und weil eine Ausrüstung von 20 Kilo unterm Arm doch etwas bremst, hat er alles fallen lassen. Kam blutbeschmiert und schamesrot zurück. Sagte kaum was und verschwand bald darauf. Seitdem ist er weg. Den Rest der Geschichte kenne ich. Wie finde ich das Lager des Tschorts? Ich wusste, du würdest es zu Ende bringen wollen. Am besten nimmst du den Flussstrom abwärts, soweit du kommst. Aber pass auf, Berengar hatte seine Schwächen, aber er war ein verdammt guter Kämpfer. Wenn der Tschort noch da ist, könnte das ein Höllenritt werden. Darum werden wir uns dann später kümmern. Jetzt gehe ich erstmal noch alles looten, was geht. Ja, ein Necronomicon. Schau, gefällt dir das? Hübsch, nicht wahr? Interessant. Hat keine Angst vor Silber. Ja, geh mir nicht auf die Nerven. Eine Servierplatte liegt auf dem Dach. Toll!
Schauen wir doch mal in die Küche. Was wird denn da so gelagert? In der Küche haben sie also gehärtetes Leder. Alkohest. Irgendwo ging es doch nach unten. Also in den alten Witcher-Teilen. Ich bin jetzt noch nicht mehr sicher, wo. Welcher von den drei Türmen das war, der noch intakt ist. Alkohest haben wir jetzt auf jeden Fall wieder gegeben. Das war, glaube ich, hier, oder? Kann gut sein, dass es hier war. Geht's hier nach oben? Ich glaub's. Ich nehme es stark an, dass es hier nach oben geht. Das Monstrum. Als da ist eine Beschreibung des Hexers. Notizen auf der ersten Seite. Das Monstrum als eine Beschreibung des Hexers. Band 2. Wenn wohl bekannt ist, dass ein Hexer, der Schmerzen, Leid und Tod bewirkt, jene Art von Lust und Entzücken empfindet, der Rechtschaffende nur bei der Erfüllung seiner ehelichen Pflichten verspürt. Ibidem cum ejaculatio. Hieraus folgt präzise, dass der Hexer im Wesensgrunde ein Schänder der Natur ist, eine amoralische, abscheuliche Entartung, geboren aus den finstersten und tiefsten Tiefen der Hölle. Denn nur der Teufel selbst kann aus Leid und Marterlust gewinnen. Notiz am Rand. Das Buch ist ein Schlüssel. Die Minen bei Kaer Morhen. Okay, das bedeutet, ich muss zu den Minen. Es wird beschrieben, wie man eine Passage in der Mine öffnet. Vielleicht sollte ich mich da unten mal umsehen. War das der Weg zu ihr? Hier ist immerhin die Treppe gesichert. Bis hierhin kommt man. Ich weiß nicht, wie weit es hier noch geht. Verflucht nochmal, du Stück Scheiße! Oh je. Okay, wir haben Yennefer gefunden. Ich hab mich gerade komplett erschrocken, aber. Dann gehen wir doch mal Yennefer helfen. Verdammter Kristall! Willst du uns in die Luft jagen? Geralt. Tut mir leid, aber ich bin nicht zu Scherzen aufgelegt. Was ist los mit dir? Lass mich nachdenken. Das war der dritte Kristall, der explodiert ist. Lambert tut seit einer Woche nicht, worum ich ihn gebeten habe. Wesemir besteht boshaft darauf, die Wand direkt unter meinem Fenster zu reparieren und hämmert beim ersten Morgengrauen drauf los. Und Eskel sucht statt Gabelschwänzen wohl eher Pilze. Die Jungs, nun, sie waren nicht gerade glücklich mit dir. Warum nicht? Weil du nicht sagen willst, was du planst. Du behandelst sie wie Lakaien und beziehst sie nicht mit ein. Uns, genauer gesagt, denn mir geht es auch so. Ich werde alles erklären. Zur rechten Zeit. Zuerst müssen wir die Vorbereitungen abschließen. Ja, das mit dem Bett brauche ich gar nicht ansprechen, weil da wissen wir, dass es an Triss liegt. Das gibt nur wieder Streit. Traust uns nicht, wir können sie schon mal zur Rede stellen. Hast du ein Vertrauensproblem mit uns? Ach, nein. Wobei, ich fürchte, dass ihr mir nicht vertraut. Daher würde ich bestimmte Dinge lieber geheim halten. Fürs Erste. Ziemlich verdrehte Logik. Das mag jetzt so scheinen, aber du wirst mich noch verstehen. Glaube ich nicht. Schön. Was soll ich tun? Hilf zuerst Eskel und Lambert. Einer sollte mir Rückenmarksflüssigkeit von Gabelschwänzen besorgen. Der andere das Phylakterium mit Elementarenergie verstärken. Ich warte noch auf beide. Eskel habe ich schon geholfen.
Jetzt suche ich Lambert. Sonst noch was? Ja, da gibt es noch eine Kleinigkeit. Wie du gesehen hast, benimmt sich mein Megaskop recht spektakulär. Ich bin sicher, dass es in der Nähe eine Energiequelle gibt, die Störungen produziert und verhindert, dass die Kristalle funktionieren. Wir müssen sie finden und neutralisieren. Und das schnell. Ich muss mit jemandem reden. Es ist wichtig. Okay. Mit wem willst du Kontakt aufnehmen? Oder ist das auch geheim? Das ist keineswegs geheim. Mit Ida Emian. Erinnerst du dich? Wie könnte ich sie vergessen? Logenmitglied. Elfische Wissende. Genau, eine Wissende. Wie der Name sagt, dürfte sie vieles wissen. Ich will sie wegen Uma um Rat fragen. Zufrieden? Deine zauberhaften Freundinnen, Wissende oder nicht, haben mich schon einmal verraten. Aber was sein muss, muss sein. Wärst du doch nur bei allen so vorsichtig gewesen. Sei es drum. Danke für deine Erlaubnis. Na gut. Wie finde ich die Quelle? Benutzt diesen Protestakquisitor. Protestakquisitor? Klingt ausgefallen und kompliziert. Und ist doch so einfach. Schön festhalten und bewegen. Je lauter er piepst, desto näher bist du dran. Erspar mir bitte deinen halbstarken Humor. Und, worauf wartest du? Eins noch. Danke, Geralt. Sie schafft es tatsächlich, sich mal zu bedanken. Hier ist nichts. Ich darf hier, glaube ich, nichts looten, oder? Ich will aber mir was zum Looten. Protestakquisitor. Was ist schlimmer, das ist ihr an Namen nicht mehr eingefallen, oder? Und wo komme ich hier hin? Oder komme ich hier nirgendwo hin? Kennt jemand dieses Zimmer? Wo hat denn unser ganzes Abenteuer begonnen? Genau in diesem Raum. Das heißt, theoretisch... Hier... wo war denn die Tür? Hier war eine Tür. Naja, und irgendwo war dieser schöne Balkon. Ich will den nochmal haben, mit diesem Balkon. Naja. Dann schauen wir doch mal, was der Protestakquisitor tut. Oh, ich habe ein Signal. Das Signal wird stärker. Kann nicht mehr weit sein. Man hätte also doch einen Freiwilligen gefunden, der mit dem Zwitscherstock rumläuft. Psst. Schon wärmer? Wärmer? Heiß? Da bist du ja.
Die Störung kommt von dort. Was ist in diesen Kisten? Die Meritium-Bomben. Hat Lambert gemacht. Kein Wunder, dass das Megaskop nicht funktioniert. Also, die müssen hier raus. Das kann ich machen. Nicht, dass du meine Regale durcheinander bringst, aber pass auf Uma auf. Ja, Onkel Wesemir. Wie sieht's denn aus? Wesemir nimmt dich doch nicht zu hart an. Uma. Dachte ich mir. Fertig. Du kannst gehen. Sehen wir uns jetzt die konditionierten Reflexe an. Na toll. Viel Spaß. Da wird sich Uma aber freuen, was der Onkel mit ihr vorhat. Mit ihm. Ist irgendwas, was auch immer das Viech ist. Sie dann vielleicht den Balkon dort oben? Wäre schon interessant, das zu wissen. Würde echt gern mal wieder auf den drauf. Na? Danke. Jetzt scheint's zu klappen. Was war es? Die Meritium-Bomben hat Lambert bei den Betten gelassen. Er hatte wohl keine Ahnung, dass sie mein Megaskop stören könnten. Weißt du, Lambert ist nicht gerade Experte in Megaskop-Fragen, also... Bitte, Lambert ist fies, nicht blöd. Genug. Bereit für das Gespräch? Darf ich denn hier sein? Logenmitglieder weihen ja nicht jeden in ihre Geheimnisse ein, habe ich gehört. Nimm es als Zeichen meines Vertrauens. Fangen wir an. Und Geralt, bitte benimm dich. Hast du nicht gerade gesagt, dass du mir vertraust? Hör auf, meine Worte zu verdrehen. Catmull, Yennefer, Wengerberg, Greenblade. Catmull, in Severne. Warum hast du mich gerufen? Wir müssen einen Fluch brechen. Er wurde in einem mir unbekannten Dialekt der älteren Rede ausgesprochen. Ich verstehe. Und die Worte des Fluchs? Vafail Elaine. Catmull Folie, Gledith Dorn Eptenate, Bundro Itne Iacus. Erkennst du den Dialekt? Late in Undod. Das heißt? Die sogenannte eine Rede. Eine vergessene Sprache aus der Zeit vor der Migration. Der Migration? Später, Geralt. Anscheinend hast du diese Worte schon mal gehört. Ja. In Legenden. Solchen, die nicht gut ausgehen. Kannst du uns mit dem Fluch helfen? Einigermaßen. Agnes de Glanvilles Beschwörung zusammen mit Elders Triangel, umgedreht natürlich, sind die einzige Rettung. Aber ich kann nicht garantieren, dass sie ausreichen. Danke, En Severne. Vafail. Unser Gespräch ist noch nicht beendet. Ja. Lass mich raten. Du willst was dafür haben. Wenn's recht ist, Gwynblade, würde ich bitten, dass du mit der Raterei aufhörst und zuhörst. Es nahen die Zeiten der weißen Kälte und des weißen Lichts. Und die Welt wird den Frost ersterben. Ich kenne Idlinis Prophezeiung. Das bezweifle ich nicht, aber verstehst du sie auch? Das ältere Blut kann die Zeit des Endes initiieren. Oder sie aufhalten. Denk daran, Gwynblade, denn du wirst bestimmen, ob aus dem Funken ein Feuer wird. Oh Gott. Das bedeutet, sie hat mir jetzt gerade gesagt, dass ich die Entscheidung treffe, was Ciri dann im Prinzip ausführt. Toll, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Worum ging es bei der Migration? Gute Götter, habt ihr hier keine Geschichte gelernt? Nein, Wesemir fand für unseren Pfad den Schwertkampf sinnvoller.
Antwortest du mir? Natürlich. Zum Lernen ist man nie zu alt. Die Enseide und Enelle-Elfen waren einst ein Volk, die En-Undoth. Dann gab es einen Kataklysmus, dessen Natur unbekannt ist. Die En-Undoth mussten ihre Welt verlassen. Unterwegs spalteten sie sich. Wenn Umas Fluch also in diesem Late En-Undoth geäußert wurde... Dann ist er alt. Sehr, sehr alt. Hast du eine Ahnung, wovon sie gesprochen hat? Von Ciri natürlich. Ich wünschte, es würden sie verflucht nochmal alle in Ruhe lassen. Daraus wird wohl nichts. Alles in allem ein interessantes Gespräch. Und jetzt? Jetzt könntest du dich entschuldigen, weil du dich trotz meiner Bitte wie ein Tölpel benommen hast. Was habe ich gesagt? Tut mir leid. Als Ida in diesem herablassenden Ton anfing... Hast du beschlossen, sie durch dein Verhalten zu rechtfertigen? Toll gemacht, Geralt. Bravo. Genug. Beende, was du und die Jungs vorhatten, und dann fangen wir an. Schön, dass du erstmal hier rumslidest auf dem Boden. So, und jetzt schaue ich erst nochmal ins Questmenü. Denn wir haben... Oh! Wir haben Absurde zum Herstellen. Das ist ja mal eine Überraschung. Geht auch hier noch was? Nein, natürlich nicht. Weil weiße Möwe können wir hier herstellen, weil wir keinen redanischen Kräuterschnaps mehr haben. Aber ich wollte zu den Quests. Bin grad dumm. Okay, jetzt weiß ich wieder, wo ich hin muss. Die letzte Prüfung. Ja, das werden wir auch gleich tun. Möchte aber erst dann noch zu der Hexerschmiede. Und die Klinge des Berengar. Level 27. Machen wir als erstes das. Dann holen wir uns noch die Fragezeichen und so. Das kriegen wir schon alles hin. Keine Angst vor Silber. Ja, warum bloß, wenn es ein Elfenmagier ist? Warum ist es eigentlich so schön hier? Und was mache ich eigentlich gerade hier? Ich bin jetzt einmal komplett... Geil. Hat sich gelohnt, wo ich rausgegangen bin, muss ich sagen. Ja gut, dann würde ich sagen, nehmen wir erstmal die Fragezeichen mit. Ich meine, wenn wir schon hier sind. Und dann gehen wir mit Lambert das Phylakterium füllen. Die Fragezeichen hier, die zwei, die kann ich ja mal im Spiel auch direkt machen, damit man so sieht, was man so an Arbeit hat. Es ist so schön hier, aber nicht im Dunkeln. Ich ruhe mich mal aus. Bitte am See. So, und oben
müssen wir jetzt genau hin? Dort hoch. Ich bin tatsächlich dafür, dass wir hier so eine Art Erkundung dann hinlegen. Also das hier noch anschauen, diese ganze kleinen Teile, weil das kann man hier wirklich gut machen. Bedeutet, ich laufe jetzt einmal außen rum. Und zwar hier links. Es sein, dass Kaer Morhen komplett aus Ruinen besteht und die Umgebung. Ein Waldschrat. Den Level 20er Aufrüstung. Schauen, was ich gerade aufgehoben habe. Leider alles nicht so tauglich. Schade, ich dachte eigentlich in Kaer Morhen bekommt man schöne Sachen, die was bringen. So, dann gehen wir mal hier weiter, dann noch dort hoch und dort runter. Einmal um den See rum. So das sagen, wo wir landen. Was ist das hier für eine Burg? Verfallener Wachturm. Dem Assistenten des Magiers Hieronymus. Ich schreibe in höchster Eile, denn jeden Moment kann meinen Untergang bringen. Der Burgfried wurde von einer Bauernbande mit allerhand Schafen und schwerem Gerät gestürmt. Ich war gerade in der Werkstatt, als sie angriffen. Mein neues Silberschwertschema beanspruchte mich so sehr, dass ich den Mob erst gar nicht vernahm.
Ich habe die Türen verrammelt, aber das hält natürlich nicht ewig. Ich kann nur beten, dass Varin kommt und mich rausholt, ehe sie durchbricht. Zum Glück sind wir mit der Arbeit am Stahlschwertdiagramm schon vor ein paar Tagen fertig geworden und haben Varin mit dem Schmieden beauftragt. Mit dieser vorzüglichen Waffe und der Hilfe seiner Hexeanwärter dürfte der Bauernhaufen mit seinen Haken und Forken kein Problem für ihn darstellen. Aber für unbewaffnete Gelehrte wie meinen Meister sind sogar Mistgabeln eine tödliche Gefahr. Hieronymus. Er hat sich seit Tagen in seinen Turm eingeschlossen. Seine Arbeit an einem neuen Rüstungsschema nimmt ihn voll und ganz in Beschlag. Vielleicht ist ihm noch immer nicht klar, in welche Gefahr er schwebt, wenn die Bauern ihn finden, ehe Varin sie niedermachen kann. Und ich werde dem Albtraum um ein Haar entgangen. Ich hätte doch auf meinen Meister gehört. Hieronymus hat mir Notizen zu den Orten hinterlassen, die mit dem legendären Elgar in Zusammenhang stehen. Einem Hexer aus der Wolfsschule. Dieser Elgar hat die Ausrüstungen der Schule angeblich einschneidend verbessert. Ich sollte seiner Spur folgen und die Schemas zu finden. Selbst wenn ich gestern noch aufgebrochen werde, ich werde zum Zeitpunkt des Angriffs weit genug von Kaer entfernt gewesen. Stattdessen säumte ich und nun kauere ich hier und bange um mein Leben. Der Arme. Kann man natürlich auch klettern. Besser ist Wolfs Stahlschwert. Hier geht's noch rauf. Nein, nein, Geralt. Bitte. Das muss jetzt nicht sein. Mann, dieser Typ, der jagt mir jedes Mal einen Schrecken ein. Jedes verdammte Mal. Dann gehen wir weiter auf Erkundungstour und vielleicht sehen wir auch wieder neue Gestalten, aber erst in der nächsten Folge.